kann ich mich selber erschrecken. Hello again! Wie, was ich, ein bei echt was denn? ultra-failiger, nee, weil der Timer hat nicht funktioniert, der hat nicht richtig gestartet. Aber egal, hello again zu einer neuen Folge Tech-Town. Eine niegelnagelneue neue Folge, eine Folge, die es noch nie gab, die es auch nie wieder haargenau so in dieser Konstellation geben wird. Stellt euch das mal vor. Ein ist echt so, ne? Weil, eigentlich sind alle Folgen einzigartig. Ey, die sind so ultra einzigartig. Stellt euch das mal vor, ey. Es ist der absolute Wahnsinn. Es ist ein solches Geschenk. Der blanke Wahnsinn. Es ist ein Traum. Ein Traum. Ja, also... Oh ja. Servus, Leute. Wir sind wieder da. Zusammen mit Eike. Ich weiß nicht, ob ich dich schon genannt habe. Du bist auch da. Ja, weiß nicht. Ich habe ja schon ein bisschen gelabert. So. Ach so, ja. Also, es war Eike, der da gesagt, der da gesprochen hat. Es war ein Eike. Ein Eike. Ein Eike. Der gerät. Ja, genau. Ich habe das angeschlossen. So, ihr seht gerade, ich hatte ja letzte Folge hier schon ein bisschen was vorbereitet. Ach genau, letzte Folge wollte ich nämlich noch was fragen, wegen den Filmen und so. Ja, warte, wir müssen ganz schön viel machen. Merkt ihr das mal ganz kurz? Ich merk's mir. Sagen, ich muss mich auch noch entschuldigen. Ich habe nämlich am Ende der letzten Folge nicht Peace gesagt. Oh. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Das kann nicht sein. Nee, das habe ich mir so ein bisschen angewöhnt und jetzt habe ich es nicht gemacht. Ist mir gleich danach aufgefallen. Ich so, oh fuck, jetzt habe ich das nicht gesagt. Aber ist egal, passiert. Das ist mal so ein bisschen Abwechslung. Das macht diese Folge nochmal besonderer, nochmal einzigartiger als die anderen Folgen. Boah, wir sind schon ziemlich krass drauf, war. Also wirklich, ne? Oder ich überlege auch gerade so, wir sind echte Hardliner. Das muss man einfach so sagen, ganz einfach. Wir sind Hardliner. Ich habe genau dann noch kurz technisch hier was dazu. Das wollte ich auch nochmal kurz zeigen, wie ich das jetzt fabriziert habe. Ich hatte erst hier den Transformer dran, aber das ist ja dann zu weit weg. Die Copper-Cable transportieren ja nur 5 Blöcke weit ohne Energieverlust. Das heißt, ich habe das Ganze jetzt hier oben ran geklöppelt. Und zwar vorerst, es reicht natürlich nicht, wenn wir den ganzen Tech-Raum hier noch bauen wollen. Können wir hier kurz aufreißen. So, ihr seht, hier ist von unten kommt das, warte mal, das können wir mal noch zeigen, da kommt das Kabel ran. Das ist der LV-Transformer mit den drei Punkten, wenn ihr in Default spielt, oder mit dem roten Punkt, wenn ihr mit Specs spielt. Nach unten und dann auch überhaupt kein Redstone-Signal dran oder sonst was. Und dann hier die ganzen Badbox rundherum, die alle voll sind. Also es ist sehr gut. Strom fließt auf jeden Fall sauber. Stabil? Ja, es ist absolut stabil. Sehr gut. Hier sehen wir auch, der Blitz ist da. Das heißt, hier kann man hier auch ist ein Slime, wow. Merkt ihr das, die Koordinaten? Merkt ihr alles? Nein, macht ihr mal einen Waypoint oder so, weil dann können wir da vielleicht mal eine Slime-Farm irgendwann bauen. Ich mache ja nur einen Waypoint. Weil die ja nur in bestimmten Chunks spawnen. Ja, genau. Also so viel dazu. Ich verkabel jetzt noch hier hinten und du wolltest mir eine Frage stellen. Genau. Ist halt blöd, wenn es dann ein Film ist, den ich noch nie geguckt habe. Das ist sehr mal. Folgendes. Letztens habe ich so in einer Zeitschrift eine Wer wird Millionär-Ausgabe sozusagen gesehen. Also, da waren halt 15 Fragen aufgelistet. Ach so, okay, ja. Und dann war eine Frage... Creeper! Warte, hold up. Ah, so. Eine Frage war, die Millionenfrage, wie heißt der Darsteller bei Stirb langsam? Also der Hauptdarsteller. Naja, Bruce Willis natürlich. Aber halt sein Name im Film. Ach, McCain. Warte, der Vorname. Warte, wie heißt der? Muss der Vorname auch genannt werden? Ja, aber wenn der Nachname weiß, der Vorname stand da ja bei. Das war mit J. John McCain. Genau. Alter, ey, ich bin sowas von Millionär, ey, hier, hey. Wirklich, hab ich mir aber auch gedacht, was ist das denn bitte für eine billige Frage? Ja, auf jeden Fall, das ist echt billig. Das ist echt leicht. Und, oder hat er es nicht gewusst, oder was? Na, war ja nur in dieser Zeitschrift da drin. Ach so. So, ich muss noch mehr Kabel herstellen, habe ich gerade festgestellt. Ah, nee, falsch rum, das nicht mehr. Ja, das war jetzt ja nicht so die Messe. Nee, ne, dachte ich auch so. Was ist das denn bitte für eine Millionenfrage? Und hast du noch mehr Detailfragen? So, ey, was von dir aus? Für Filme, ich muss mal überlegen, was wäre denn mal geil? Was, kennst du, also Game One kennst du ja sicherlich. Ist das nicht das auf Viva oder so? Ja. Ja, aber, das kenne ich. Also du kennst doch nur so, weil du es mal kurz gesehen hast oder so, du hast jetzt nicht verfolgt oder so. Nee, das ist richtig. Die sind richtig cool. Also echt, die waren richtig, also, ja, die waren...
Hat sich ein bisschen was entwickelt und so. Das ist ein ganzes Eigenleben. Ich finde die eigentlich alle absolut cool. Feier die ziemlich. Die haben ja auch sehr, sehr viel Internetpräsenz, gerade auf ihrer Website auch. Schreiben da viel und vloggen. Also Ja. posten und alles mögliche, schreiben Artikel. Und die haben ein Nerd-Quiz gemacht. Und das war richtig, richtig geil. Weil das Und war du ein hast gewonnen. richtiges. Nein, nein, nein. Also die haben nur unter sich, die haben ein Video dazu gemacht, wie die unter sich ein Nerd-Quiz gemacht haben. Und das war echt cool, weil. Warum war das cool? Das war cool, weil das wirklich nicht nur so ein Gamer-Quiz war, sondern das waren richtige, übelst krasse Nerd-Fragen. Also so, wer war Professor Copperfield oder sowas? Oder wie heißt er? Copperchop oder sowas. Und das war aus irgendeinem Film irgendeine Person, die da beiläufig in der Zeitung vorkommt, die man da Was? so. Und das wussten die. Es ist so geil. Das ist so richtig, richtig krass. Also Nerd ist ja nicht nur Computer, sondern es ist so prinzipiell einfach absolut freakig und wissenschaftlich und krass in einem krassen Feld so gebildet. Und das war richtig, richtig geil. Also das kann man sich sehr auf YouTube gibt's beide. Es gibt einmal ein Team-Nerd-Quiz und es gibt einmal ein Einzel-Nerd-Quiz. Und die Leute sind sehr, sehr korrekt drauf. Also ich feiere die echt. Ich finde die richtig cool. Kann man sich eigentlich mal angucken. Und da sind auch zum Beispiel, kannst du. Hast du Star Wars geguckt? Nee, leider nicht. Ne, ich auch nicht. Na gut, dann wirst du dich fragen, das Achso, war ja, zum dann ist ja Beispiel gut, ja, sauber, der zum Glück nicht. Diese Kacke da. Es ist lustig, meine Freundin hat das auch geguckt und findet das total cool, obwohl sie sonst auch gamingmäßig nicht gerade krass drauf ist und ich vielleicht doch dann wesentlich mehr gamermäßig drauf, aber habt Dingsbums gar nicht geguckt oder halt wesentlich nerdiger. Und na, ich weiß nicht, also ich habe es bislang immer noch nicht geguckt und ich weiß auch nicht, ob ich es irgendwann überhaupt mal gucken werde. Ja, weiß ich, Auf ich jeden warte Fall. auf den Zeitpunkt, wo mich jemand einlädt und sagt, hey, wir gucken mal Star Wars und dann werde ich sagen, jawohl, gucken wir Star Wars. Ja, da war dann zum Beispiel die Frage, wie heißt die offizielle Kennung der Enterprise. Ja, Also so. das gibt so eine Nummer, so einen Nummerncode oder so. Warte, was wollte ich jetzt machen? Ich stehe ganz sinnlos rum. Und sowas merken sich die Leute Und dann? das Oh wissen die, es ist Gott. so krass. Ich finde das so faszinierend. Die sind so krass nerdig drauf. Was wollte ich machen? Ich wollte irgendwas machen, Leute. Ich habe vergessen, was ich machen wollte. Fuck. Ich weiß es Ich nicht. weiß auch nicht mehr. Ja, pass auf, ich nehme jetzt einfach Rohstoffe und verarbeite die schon mal. Das geht ja eigentlich schon. Ja, läuft da oben alles, Ja, ne? läuft easy. Ja, So, ich dann nehme bin ich immer einfach. noch in der Höhle, Mann. Ich finde auch immer wieder irgendwelche Sachen, die ich mitnehmen will. Ach so, Leute haben geschrieben, wir sollen das mit Logistikpipes machen. Dann läuft das nämlich alles automatisch und sortiert sich auch. Das kann man eigentlich immer machen. Habe ich Wäre mich. leider geil. Wäre auf jeden Fall einer geil. So, dann machen wir das noch. Ah, jetzt brauche ich ja noch Hebel. Stimmt, ja. Kann ich die hier herstellen? 4, 8 Stück, das sollte vollkommen reichen. Sollte reichen. Sollte reichen. Acht Ich, Hebel, Mann, ich will vier. eigentlich mal wieder auf den. Auf den Rück. Oh, Creeper, oh fuck, oh fuck, oh. Ja. Yeah. I will survive, hey. Aber tot bist du nicht, wa? Nee, zum Glück nicht. Also. Das Coole ist, ich habe 8 Ach, von diesen Quatsch. Minium Shards. Geil, da können wir uns jetzt Minium Stone machen. Da müsste ich nochmal glatt nachgucken, was man mit dem ganzen Zeug, was man alles machen kann damit. Da kann man nicht. Ah, so Leute. Oh, cool, das System läuft. Aber irgendwas habe ich noch. Irgendwas war noch. Irgendwas wollte ich noch machen. Ach, nee, was wollte ich denn machen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich messe gleich mal den Strom einfach. Ob der hier sauber durchläuft. Das Ja, ist einfach mach mal eine das mal. sinnvolle Sache. Ihr seht auf jeden Fall, dass das ganze System läuft. Sieht ziemlich cool aus, wie hier so das durchratzelt. Ich will mir Es ist das cool. auch ansehen. Hoffentlich bin ich gleich mal wieder da. Haha, Hast du denn cool. schon die ganzen Rohstoffe nach oben geschafft? Nee, 3 Stacks erstmal nur. Also das, was wir noch haben. Und ich glaube, ich lasse es dann einfach hier oben in der Crystal Chest. Und wir bauen den Tacket-Raum einfach langsam nach oben hier um. Wir können ja. Ja doch, das machen wir jetzt einfach. So, jetzt wollte ich als erstes mal hier messen. Hier läuft, ja okay, hier läuft echt wenig durch, weil die wirklich wenig verbrauchen. Also die Maschinen verbrauchen, glaube ich, gerade mal 8 Electronic Units per Tick. Das ist echt wenig. Jede Das ist echt Einzelmaschine. wenig. Ja, und man kann aber die übertakten und dann verbrauchen die mehr. So, und Und hier dann seht sind sie ihr, schneller, oder? dann sind sie wesentlich Hat, schneller. glaube ich, auch jemand vorgeschlagen, dass wir die übertakten sollen. Ja, das kann man eigentlich auch mal machen. So teuer sind die Übertakte eigentlich nicht, soweit ich das in Aber Erinnerung nicht, habe. dass die uns dann da abrauchen oder so. Nee, da müssen wir halt vorher kurz abschätzen und so, aber das und halt überdenken. Ich weiß jetzt nicht mehr, um wie viel Prozent dann der Stromverbrauch höher ist oder so. Aber da passiert nichts. Guck mal, der Punkt ist ja, du machst eine Overclocke rein und die verbrauchen mehr Strom. Aber wenn wir gar nicht erst mehr, also es kann nichts kaputt gehen, wenn wir nicht mehr Strom vorher reingehen. Also es geht ja nur dann kaputt, wenn zu viel Strom da ist.
Stimmt, ja. Ja, dann ist ja eh Lachs. Dann ist Lachs. Und im Moment ist sowieso noch mehr als genug, soweit ich da. Ich habe jetzt 3 Badboxen, noch nicht mal alle angeschlossen. Dann ist ja eigentlich das Schlimmste, was... Oh, noch ein Minium-Shard. Das Schlimmste, was passieren kann, ist ja eigentlich, dass es nicht mehr läuft. Ja. Ich müsste hier hinten mal einen kurzen Eingang machen, wo man dann immer hier runterlaufen kann. Um das zu warten. Um mal hier unten zu... Ah, nee, das war jetzt dumm. Das war dumm. Wir brauchen eine Leiter. Ich habe noch keine Leiter gebaut. So, jetzt wollte ich nämlich mal hier... Oh, nice. Eine Spinne gekillt und 2 Fäden gekriegt. Nice. Stimmt, wie viele Fäden hast du? Oh, das ist cool. 37. 37. Wir brauchen 1 Deck für einen Rucksack. Ey, das ist deftig. 1 Deck für einen Rucksack? Oh, ich dachte, der Stack wäre schon für beide. Oh. Nee. Ja, egal. Hier sind ja noch ein paar, die ich holen kann. Hä, cool wäre so ein... Noch weniger? Cool wäre mal so ein Spinnen-Spawner, weil da sind ja immer ultra viele drumherum. Ich habe das Gefühl... Was denn? Ich habe ein Gefühl. Ich weiß nicht, was das für ein Gefühl ist. Wie? Die verbrauchen richtig wenig. Die verbrauchen noch weniger. Die verbrauchen gerade mal 2 Electronic Units per Tick. Und zwar der Macerator. Und die Furnace verbrauchen 3 Electronic Units per Tick. Oh, ich habe mir jetzt Sprachfehler gemacht. Oh, hier ist wieder Lava überall. Oh, oh. Okay, es ist ziemlich crazy. Wir haben mehr als genug Strom, also das ist wirklich, wir haben genug, es reicht jetzt erstmal. Das ist sehr schön, das freut mich. Ich mache den Raum jetzt mal schön und danach, wenn du wieder da bist, kümmern wir uns um den Rucksack, um den Minium Stone und um den Nanosuit. Um die 2 Nanosuits. Einen Augenblick mal eben, ich muss mal eben ganz kurz was abchecken, bin gleich wieder da. Er ist weg. Weg! Und ich bin wieder allein. Oh, er checkt ganz schön deftig was ab, wenn er sogar aus dem Game geht. Na gut, zum Glück nehme ich ja auf und nicht er. Da passt das ja. Wir haben keine Gläser mehr. Ey, da können wir jetzt mal schön wieder den Silk Touch Bohrer nehmen. Außer wir haben noch welche in der Kiste. Weil diesbezüglich ist ja der Bohrer immer sehr praktisch. So, wie mache ich denn das? Wir machen mal... Ja, okay, das müssen wir echt noch ändern. Haben wir eine Leiter? Ne, hier ist Holzkiste. Leiter. Und ach, jetzt fällt mir wieder ein, dass wir so hinterherhängen mit unserem Logistikzeug. Das haben wir nämlich immer noch nicht gemacht. Wir haben es ja schon lange versprochen, dass wir das mal machen. Eike, schon wieder da? Wo ist der? Vom Fernsehen. Der vom Fernsehen. Ah. Eike ist weg. Es ist wichtig. Es ist wirklich wichtig. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal eine Folge nur hier auf und Eike ist... Ja, weg. Ich bin allein. Ich bin ganz allein. Gut. Nee, also wir machen jetzt erstmal schnell die Leiter. So. Bam. Zack. Das ist mehr als genug. Oh Mann, ich brauche gerade mal 3 Stück. Ich bin aber da zu viel. Wir sind immer so im Überfluss. 1, 2, 3. Und ich kann mir mal nachgucken, was wir für den Nanosuit brauchen. Ich glaube, da brauchen wir auf jeden Fall noch einen Kompressor. Weil wir ja immer Carbonplatten brauchen. Nano Saber, Nano Suit, Recipe. Ah ja, und die Crystal Form. Wir brauchen ganz, ganz viele Carbon Plates. So, kann man durchgucken. Schuhe. Ich schreib's nur auf. Jetzt hat der Bleistift gebrochen. Schuhe. 4. Hose 6. Ach, so. Hose 6. Das sind 7. Was ist das? Brust. 7 und Kopf sind 5. Ne, 4. Und Kopf 4. Das Ganze sind 10, 17, 21 mal 2 sind 42. Uiuiui, weil wir jetzt die ganze 2 mal haben wollen. Wir brauchen echt, also wir müssen ganz schön viel Kohle zermaseratieren. Das bekommen wir aber hin. Wir haben sowieso hier noch Kohle. Ah, das ist ja blöd, weil... Naja, wir gucken es uns mal an. Es ist hier bald mal durch. Bald mal durch. Okay, das dauert noch eine Weile. So gut, dann bauen wir erstmal die Leiter hin. Mein Inventar schon oder so voll. Das ist nicht schön. Ich habe die Cleanstones vergessen. Es ist immer so, es ist so weit auseinander, dass man auf dem Weg dahin alles wieder vergisst. Macht sich meine Mutter auch mal drüber lustig. Ja, du bist ja auch so vergesslich schon. weil sie halt ab und zu ein bisschen was vergisst oder so. Absolut, eigentlich ganz normal eigentlich und ich aber auch überdurchschnittlich viel meiner, also nach für mein Alter eigentlich.
Ich bin auch noch jung und spritzig ist jetzt vielleicht nicht jung. Das richtige Wort. Wer spielt denn da Klavier? Dies bedeutet, die heutige Folge hat nun auch schon ein Ende. Aber wir packen das mal noch in den Ofen. Ich überlege, beende ich was? Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte Cleanstones holen, die Leitern bauen. Ja gut, nee, das machen wir wirklich nächste Folge. Weil so heftig, deftig ist das alles gar nicht. Das Einzige, was heftig, deftig ist, dass mein scheiß Inventar schon wieder voll ist und wir unbedingt einen Rucksack brauchen. Okay, also nächste Folge machen wir den Raum oben weiter und fertig. Und wir schauen, wir sehen zu, dass wir unsere Nano-Suits bauen können. Das wäre nämlich ziemlich fresh. Die sind recht günstig und die Quantum-Suits sind recht teuer. Das ist ja logisch, sind ja auch besser. Ja. Ich hoffe, es hat euch jetzt zum Schluss ganz alleine mit mir, ach, so einsam, ich bin ganz traurig, Spaß gemacht. Wir sehen uns morgen bei Elke im Kanal. Ich hoffe, er erzählt dann auch was. Er wird auf jeden Fall da sein. Und yo, bis denn, Leute. Ich sag mal, warte mal, gehabt euch wohl im Namen von Elke und Peace im Namen von mir. Und bis morgen. Ciao.